Hallo und herzlich willkommen bei einer sehr lauten Folge Elden Ring. Oh, hier ist einiges los. In der letzten Folge sind wir in Schloss Sol, Schloss Sol angekommen. Und hier waren wir gar nicht. Also wir sind diesen Weg nicht entlang gelaufen. Wir sind ganz kackendreist, ganz kurz vor einer Grace gestorben. Ich hab's im Mikrofon können und ein bisschen mehr vor mir, genau. Ja. Warum? Einer der weirdesten Sachen, ne? Einen Moment, ich muss kurz meinen Controller trennen. Weil anscheinend meine R1-Taste nicht fucking funktioniert. So. Mit die wichtigste Taste in diesem gesamten fucking Spiel. Warum funktioniert R1 nicht? L2 funktioniert, L2 funktioniert, L1 und L2. R2 funktioniert, warum? Bro. Why? Den Raum sollte ich ja schaffen mit nur R2. Auch wenn es super dämlich ist. Ja, alle anderen Tasten funktionieren, außer die Angriffstaste. Ich bin gleich wieder da. So, ja, das Problem ist zum Glück gefixt. Und wir können weitergehen. Hier nach oben. So, ja, ist ja vielleicht clever, einfach den Weg zurückzukehren, den wir gegangen sind. Auch einfach, um unser Stuff zu kriegen. Fächerdolche. Einige. Au. Bro. Don't you... Oh, oh, wow, 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 wow. Aha. Alter. Was besitzt der für ein Aim? Nee. Das lasse ich mir nicht gefallen. Da habe ich gar keinen Bock. Ja. So. Meine Güte. Dreist. Eine Runde. Bastard. Schade. Ich habe wieder dieses Plugin installiert für OBS, dass ich vertikale Aufnahmen aufnehmen kann. Aber, voilà. Ja, die funktionieren anscheinend gerade nicht. Zumindest sagte mir immer, ein Encode-Fehler ist aufgetreten. Keine Ahnung, was das bedeutet. Oder wie ich es fixen könnte. Gut, ich habe irgendwie eher das Bedürfnis, gerade zum Bonfire zu gehen. Da oben ist der Vogel. So kann ich noch mal ein bisschen was nehmen. Nein. Ah, ah. Yo. Das meint man mit diesem Rexvogel. Es sind nur Tiere. Es ist nur ein Vogel. Und trotzdem tötet er mich beinahe. Was eine Enttäuschung. Ja, hier gehen wir wieder hoch. Und plötzlich sind hier Gegner. Danke. So. Der da ist da. Kannst du mich einfach nur an die Grace lassen? Wäre das was? Oh, die ist da drin. Einen Moment. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem.
Also. Hat das gereicht? Werde ich jetzt hier spawnen? Der hat Creepy Eyes gehabt. Ja gut, na, wenn ich ein Geisterritter wäre, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt angenehmere Augen. Weiß ich nicht. Okay, Türen über Türen. Ich lasse dich mal kurz am Leben. Weil bevor wir da jetzt natürlich reingehen, gibt es ja hier noch. Ich kann Geister backstaben, das finde ich großartig. Kostgrauen, tauernde Boli. Komm, dich schaffe ich doch safe. Ah. Ey, dass diese... Zack. Helm der verbannten Ritter. Geändert. Ah, Wölfe und... Darüber will ich. Komme ich garantiert nicht von hier. Ich sollte mich auch wieder daran gewöhnen, dass ich Dinge zum Vorlesen am Ende der Folge mache und nicht immer mittendrin, weil... Ja, es nimmt schon ein bisschen den dramatischen Flow aus der ganzen Sache, wenn ich Dinge aufnehmen muss und erstmal lese. Ah, meine Maus ist gleich leer. Und da ist ein Boss. Okay. Ja, meine Maus wird noch durchhalten. Ein bisschen. Goldene Rune 9. Ich könnte die auch mal endlich verwenden, um halt so meine Level-Ups zu sammeln. Oh, du hast... Ach du Scheiße, du hast Leben! Oh mein... Da bin ich aber auch genau reingejoggt. Ein Augenblick. So, ja. Wie ihr gesehen habt, wir sind professionell gestorben. Und gehen trotzdem weiter. Und versuchen am selben Ort wieder. Ich habe doch fucking heftige Buffs. Vielleicht sollte ich sie mal verwenden. Oder vielleicht auch mal mein Schild verwenden. Wenn ich schon dafür sorge, dass es mir Gewicht abverlangt. So, und Flamme gibt mir Kraft. Die Kraft. Oh. Ja. Bro, du hast zwei fette Wölfe. Was ist dein Issue? Oh, das war... Nice gedacht. Oh, Bro, warum kannst du so viel Damage machen? Kackvieh. Dich backstab ich jetzt. Nein. Nein. Jetzt aber. Aha. Ich wollte einen coolen Move machen, Mann. Hat er einen Drachen auf dem Helm? Okay. You know fucking what? Ich werde sonst sie nie fucking verwenden. So. Wie viele habe ich? 5. So, du kannst mir keine... 80.000 Runen geben. Aber... einige. Wie viel brauche ich denn für... Noch 20.000. Das lässt sich doch alles regeln. Das waren jetzt 12.500... guck hier, ich habe... Das war nicht das, was ich wollte. 5.000. Das heißt, noch 3 Stück muss ich davon verwenden. Easy. So. Zack.
Weil dann kann ich jetzt das letzte Level in Arkanenergie stecken und dann kann ich das neue andere Schwert tragen. Das ist dann auch ein bisschen flinker, macht man natürlich weniger Damage. Uff, Alter, da kam der Schulterpain. Aber, ja, jetzt nicht aggro von allen Seiten, ja. Aber das wird wahrscheinlich schon eine ganze Menge machen. Zumindest, dass ich halt ein neues Schwert habe. So. Goldener Schwur, Flamme gibt mir Kraft. Trinke noch einen und dann mache ich noch einmal Segen des Erdenbaums. So. Halt die Fresse. Zack. Nummer 1. Ja, ich will nicht den zweiten Hund im fucking Rücken haben. Aber dich kann ich in den Rücken stecken. Und jetzt. Ja, Mensch, guck mal. Was es alles nur gebraucht hat. Böser Wolf. Ja, gib mir deine dünnen Bestienknochen. Ugh. Jetzt wahrscheinlich nur so für Feuerbomben oder so. Einstein-Schwertschlüssel ist at least not komplett garbage. Aber dafür war dieser eine Gegner jetzt ein bisschen zu schwer. Und dieser ganze Ort hier? So drei Gegner und so. Wo komme ich denn da raus? Ah! Ja, guck, da kann ich jetzt diese Ecke sofort erkunden. Wo wieder der Feuerbomben-Dude ist. Ihr könnt mich mal. Pack Feuerbomben. Wo sind wir hier? Ja, okay. Nachvollziehbar, dass ich nicht herstellen kann. Aber hier, komm. Friss. Das hier. Ich wünschte, Bögen würden in dem Spiel etwas mehr Bedeutung kriegen. Oder einfach viel nützlicher auch in normalen Kampf sein. So. Natürlich explodieren die noch danach. Was denn auch sonst? Mama? Pilze. Das war sie wollte. Ich könnte sagen, Gott, ihr kotzt mich ja alle so an. Schmiedestein 6. Bro, ich habe Schmiedesteine 7 und 8 hier auf dem Weg hergefunden. Was soll das? Wo ist mein Dunkelschmiedestein 9? Der Dude hat hier auch was gedroppt. Auch ein Pilz wahrscheinlich. Nein, ein schwellender Schmetterling. Schmetterling. Alter, diese Geräuschkulisse. Glocken und Blitz in einer Schneeumgebung. It's messing with me. A little bit. Ich habe eine Vermutung, wo das ist. Gemäldezauberer. Ich glaube halt auf der Straße halt so ungefähr. Ja, ungefähr wird mir nicht weiterhelfen in diesem Spiel. Good job, Roman. Good job. Wäre es nicht cleverer, einfach zu schnell reisen? Wohin führt mich das hier eigentlich? War ich hier? I doubt it. I doubt it, dass ich hier war. Oh, ein Fahrstuhlstach, wo ich noch nicht war. Ah, oh.
Nein, nein, ich will nicht durch fucking Vogel und Wolf sterben! Oder doch? Dann halt schon. Statusgift. Ja, ein fucking giftig zu dem Spiel. Oder ist es giftig zu mir? So. Jetzt habe ich diese beiden Richtungen erkundet. Weiter geht's. Oh, große Sonne. Kalte Sonne Souls. Ergib dich der Finsternis. Schenke den seelenlosen Knochen Leben. Okay. Ein legendäres fucking Item. Schotel der Eklipse. Es ist ein Waffe. Tschüss. Kann ich die Abkürzung? Schade. Das hätte mir schon einen Weg gespart. Noch mehr Menschen, die mich anvisieren können und wollen. Aber lilaner Loot. Ja, wir schauen erstmal hier rein. Und das was ein bisschen aus wie so eine fucking... Okay, Waffenkammer und Foltergefängnis. Ah! Mama! Ja, viel aushalten tun sie ja nicht einmal, aber... Hör auf! Jesus. Ist das Komfort? Wahrscheinlich ist es das. Wir müssen ja bestimmt noch irgendwie zum Haus vom Vogel kommen. Ah, Gottes. Er lebt noch. Willst du mich fucking verarschen? Nerviger. So, und du hast Feuerbomben. Ich wollte auch wieder, also mehr damit spielen, weil... Weißt du was? Machen wir doch mal. Ich habe gerade keine, das heißt... Was will ich denn? Ich will nichts, was FP verbraucht. Verursacht Blitzschaden. Hier. Davon habe ich doch einige. Zack. Boom. Hier. Was ist das? Bitch. Ah, du bist besonders. Offensichtlich. Macht wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Ey, der Schaden geht voll klar. Für etwas, was ich jetzt einfach nur so verwende. Ah, fuck off! Soll ich hier hin? Ich habe das Gefühl, ich bin zu schwach. Oder habe ich einfach nur beschissene Stuff an? Ich weiß es nicht. Ich mach mehr davon. Ich mach mal Feuer auf. Weil who fucking knows, ob Feuer nicht noch stärker ist gegen Eis. Oder halt eben so viel schwächer. Aber gegen fucking die da. Ja. Keine Lust auf dich, blöden Sack. Danke für euren Stuff.
So. Goldener Schwur. Es fehlen ja noch zwei fucking Gegner hier. Oder spawnen die gar nicht erst, wenn der nicht rufen darf. Oh lol. Ja, dann ruf halt gar nicht. Deine Kumpels. Oder sind jetzt alle hier? Okay, das ist sogar der Weg zum Boss. Schmeichelnd. Und ein Fahrstuhl. Ah, der Fahrstuhl. Okay. Gut, das macht, glaube ich, jetzt den Weg hierhin leichter. Das war super notwendig, mich zu buffen. Definitiv. So. Machen wir nochmal. Goldener Schwur. Zack. Flamme gibt mir Kraft. Zack. Und noch ein Segen des Erdenbaums. Gut, ich glaube, für den Bosskampf würde ich die dann mal kurz wegtun. Was ein Gefühl. Kommandant Nier. Ah. Ich kenne man. Ach du Heilige. Nee. Bro. So ein fucking Gegner. Ja. Die sind natürlich härter als du fucking Boss. Warum hat das so lange gedauert, bis jetzt dieser fucking Bildschirm kam? Das klang wie sehr artikulierte Laute gerade. Ha. Gut. Ich würde sagen, wir lesen kurz einmal noch das durch, was wir gefunden haben. Ein Helm? Der geändert war? Da. Eine dicke, vollständige Rüstung, die den gesamten Körper bedeckt. Der Helm gehörte enteigneten Rittern, die durch Verfehlung oder unglückliche Umstände ihre Heimat verloren hatten. All diese Ritter waren berühmte und hochdekorierte Kämpfer. Darum behielten sie wohl auch ihren Rittertitel, trotz der Enteignung. Guter Move. Schotel der Eklipse. 30 Glauben. Könnte das was für mich sein? Der geschichtsträchtige Schwert und Erbstück von Schloss Sol, verziert mit der Finsternis einer farblosen Sonne. Eine der legendären Waffen. In Sol erfüllte jede Sonnenfinsternis die Menschen mit ehrwürdiger Furcht. Und nicht einer wagt es, die Augen von ihr abzuwenden. Todesfackel. Entfacht die erloschene Sonne mit den Flammen des Todesprinzen und belegt Gegner mit dem Todeseffekt. Mit einer weiteren Eingabe schlagt ihr mit der Waffe abwärts und löst eine Explosion. Bitte, what? Probieren wir mal kurz an dem Dude aus, bevor wir kurz die Folge beenden. Einfach weil. Interesting move. Ja, wahrlich, wenn es nicht so lange dauern würde. Gut, dann halt nicht. Ja, aber ich würde dann sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.